Hallo, grüß Gott. Wir sind alle unterwegs, ein jeder eingebettet in seine eigene Geschichte innerhalb der Großen. Manchen von uns geht es so, dass man nicht genau weiß, wohin treibt einen die Zeit. Befindet man sich nicht in einem Räderwerk, das immer wieder ähnliche Elemente wiederholt? Die Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat eine entsprechende akademische Frage gestellt. Also eine Frage, die Wissenschaftler oder Literaten oder Künstler anderer Provenienz je nach eigenem Gusto beantworten konnten. Und dieses Räderwerk ist sozusagen meine persönliche Antwort. Das wurde auch zur Publikation angenommen und ich darf das kurz erläutern. Man sieht unten ein Räderwerk im Spiegel. Ich drehe das mal. Und man hat eine genaue Vorstellung, dass die Figuren, die an diesem Räderwerk hängen, sich drehen. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass die Durchmesser dieser Räder unterschiedlich sind, sodass sich auch die Figuren unterschiedlich zueinander verhalten. Hier zum Beispiel ist Narziss, also einer, der sich immer nur selbst spiegelt. Der dreht sich ganz für sich. Hier ist Cassandra, die Augen bedeckt, um nicht zu sehen, was passieren wird. Sie dreht sich auch um sich, weil sie niemanden findet, der ihr Gehör schenkt. Hier Philemon und Baucis. Die haben unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten. Das heißt, dieses Paar muss immer wieder neu darum kämpfen, aufeinander zuzukommen. Ganz anders die beiden Streithanseln hier. Die sind mit gleicher Rotationsgeschwindigkeit ausgestattet. Bei jeder Begegnung geht es wieder los. Aphrodite, die schöne Frau, dreht sich um sich. Der Betende, der Ares zum Erbarmen bringen will, verpasst seinen Gott immer wieder, weil der dreht sich schon weiter, bevor er ihn erreicht. Hier ist noch ein Betender, der ganz im Jenseits ist, auch nicht mehr an der Welt teilhat. Und das ist ein Tänzer für sich selbst. Das Rad der Zeit. Diese vier Frauen hier beschäftigen sich wenig mit der Weltgeschichte. Sie sind in ihre Schwätzchen vertieft und vertragen sich gut. Das hier ist die Katholische mit ihrem Schleier, mit ihrem Kopftuch. Das ist die ein bisschen dicke Türkin. Das ist die schmale Protestantin. Und die vierte ist jemand, der sich nicht festlegen will. Sie alle friedlich im Gespräch vertieft. Diese Arbeit ist eine Hommage an Camille Claudel, von dem ich auch den Namen übernommen habe, die Schwätzerin. Diesen beiden hier geht es gut. Sie sind ganz im Hier und Jetzt, friedlich vereint, mögen sich und finden sich immer wieder. Sie können zwar ein bisschen auseinander, aber sind ein gutes Paar. Wieder eine akademische Frage der Jungen Akademie der Wissenschaften der Leopoldina aus dem Jahr 2001. Sie wollten wissen, was ist es, was uns schmerzt? Und das ist meine ganz persönliche Antwort. Die Figurengruppe ist 1991 in Gips entstanden und dann später 2001 eingereicht worden als Bronze. Ja, was kann einen Mann eigentlich am meisten schmerzen? Das ist die Beziehung oder eine unglückliche Beziehung mit seiner Frau. Die beiden kommen nicht so recht zusammen. Wieder so, noch so, noch irgendwie. Alabaster ist ein sehr eigenwilliges, aber auch sehr schönes Material. Wie ich diesen Kopf bearbeitet habe, hat sich herausgestellt, dass das ein mürrischer alter Mann wird. Ich hatte im Prinzip gar keine Wahl, ihn anders darzustellen.
Frei war ich lediglich im Ausdruck, im Mundausdruck. Da habe ich mir aus der Politik ein Vorbild genommen. Und dann war es für mich klar, das ist der Rest des Denkmals des alten weißen Mannes. Das sind die Männer, die heutzutage für alles verantwortlich gemacht werden, was in der Weltgeschichte je verkehrt war. Barbarei, Unterdrückung, Grausamkeit, Zerstörung. Ich habe ein bisschen Zweifel daran, ob das alles so stimmt, denn die anderen waren auch nicht immer Heilige. Ja? Aber man sieht ihn schon sehr mürrisch. Nachdem ich den missmutigen alten weißen Mann so relativ gut getroffen hatte, wie ich meine, habe ich mich darum bemüht, einen guten alten weißen Mann zu finden und darzustellen. Und je mehr ich an dieser Figur gearbeitet habe, desto mehr ähnelte er in meiner Vorstellung demjenigen, nach dessen Namen das christliche Abendland benannt ist, dessen Empfehlungen aber kaum im christlichen Abendland so befolgt worden sind, wie er sich wohl gewünscht hätte. Ich nenne ihn den sanften Rebell. Wenn man diese beiden alten weißen Männer betrachtet, also den sanften Rebell und den mürrischen alten weißen Mann, dann wird einem schnell klar, dass da etwas Wesentliches fehlt, nämlich die Frau. Deshalb zeige ich Ihnen jetzt hier meine Magdalena. Frauen wie Magdalena soll es an der Seite des sanften Rebellen nie gegeben haben. Die Evangelisten schweigen darüber. Eigentlich schade, und manchmal überlegt man sich, ob sie das denn so genau gewusst hatten. Vielleicht wäre die Geschichte im christlichen Abendland anders verlaufen, wenn ihre Rolle eine höhere Bedeutung gehabt hätte. Vielleicht. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Revolutionen. Revolutionen, das sagt ja das Wort, kehren oft das Unterste nach oben. Und ich habe mich jetzt mit verschiedenen historischen Gegebenheiten und Persönlichkeiten beschäftigt. Ich beginne jetzt einfach mit einem Abbild eines russischen Denkmals aus dem Jahre 1905. Da geht es darum, dass ausgesagt wird, der Stein ist die Basis der Revolution. Das hier zeigt Lenin beim Überfall auf Polen im Jahr 1920. Das hier ist die berühmte Szene der Erschießung einer Geisel durch den Saigoner obersten Polizisten während des Vietnamkrieges. Das ist das klassische Bild des Waterboarding. Das hier sind nicht im Einzelnen zu benennende faschistische Führer. Hier sehen Sie Mao Zedong und thematisch verwandt, aber chronologisch weit auseinander, den Tankman. Also jenen berühmten Zivilisten, dem es gelang, auf dem Tiananmenplatz 4 Panzer aufzuhalten. Hier sehen Sie noch zwei andere Exemplare, die gleich auch noch in einem anderen Stück auftauchen werden. Das hier ist der ordinäre Faschist, wir haben schon welche gesehen, und das ist Wladimir Putin. Diese Figuren sind wohlgemerkt etwa 17 Jahre alt und zeichnen diese beiden Persönlichkeiten als hohle Machtmenschen. Sie sehen nur einen stilisierten Militärmantel, aber weder Körper noch Seele. Diese beiden Figuren spielen eine große Rolle auch in dem nächsten Kunstwerk, das ich Ihnen zeigen möchte. Es ist das Memorial for Aleppo. Wir haben 2016 dieses Kunstwerk, auch einen Film dazu, entwickelt, als wir alle ja sehen mussten, wie Putin gemeinsam mit Assad Aleppo in Schutt und Asche gelegt hat. Man hätte meiner Meinung nach damals schon wissen können, dass in Aleppo und Grozny er eigentlich nur für Kiew und die ganzen anderen ukrainischen Städte
geübt hat, die zum Teil zerstört sind, zum Teil überflutet sind und die einen fürchterlichen Krieg aushalten müssen. Dieses Memorial for Aleppo zeigt jetzt einfach eine Ruinenstadt. Das sind in Eisen gefertigte Teile und in Bronze die verschiedenen Persönlichkeiten, die dort sind, Witwen, Waisen, Leichen, Tote und zwei ganz, ganz einsame Sieger. Ja. Jetzt darf ich Stempelmänner vorstellen. Was ist ein Stempelmann? Wenn jemand sehr, sehr lange in einem Beruf tätig ist, der ihm keinen Spaß macht, der ihn entmündigt, der ihn demütigt, dann ähnelt er allmählich immer mehr seinem Werkzeug. Er wird immer mehr zum Stempel. Die Schultern fallen runter, das Gesicht wird leer, neigt sich nach vorne und am Schluss ist dieser arme Mensch ja nur noch als Leiche im Büro anwesend, er gibt um. Und so wie ihm geht es vielen anderen auch. Also ich habe hier eine Büroleiche nach der anderen. Solche Büroleichen sind aber durchaus in der Bürokratie verwendbar. Deswegen gibt es ja in vielen autokratischen und auch weniger autokratischen Systemen die eine ausgefeilte Bürokratie. Denn wenn man jemanden so weit hat, dass er sozusagen eine Büroleiche ist, kann man alles Mögliche mit ihm anfangen. Man kann zum Beispiel einen neben den anderen stellen und aufeinander stapeln und schon entsteht die Mauer der Bürokratie. Ja. Solche Mauern sind natürlich nicht stabil, ja. Also das fällt irgendwann mal alles zusammen. Was aber auch gut geht, das ist, dass die Büroleichen, eine nach der anderen sozusagen, die Voraussetzungen für die Beförderung des nächsten aufstrebenden Bürohengst ist. Ich mache das mal vor, wie das geht. Erste Leiche geschafft, zweite Leiche geschafft, und schon kommt der nächste. Der klettert auch drüber, dritte Leiche geschafft. Ja? Oh, da kommt noch einer, der schafft es gleich. Aber irgendwann einmal fällt es zusammen. Also solche Art von Gesellschaft ist wahrscheinlich, das ist zumindest meine Hypothese, relativ instabil. Also bitte keine Stempelmänner werden. Man sagt, es soll auch Stempelfrauen geben. Überall im öffentlichen Raum findet man sie. Einzelne Personen, jeder hinter seinem iPhone oder Handy oder Tablet versteckt. Jeder tief in seiner eigenen Informationsblase versunken. Hier sind ein paar gemeinsam aufgeführt. Und das Drama ist, jeder für sich, keiner redet mit dem anderen. Jeder ist
in seiner Informationsblase gefangen und befangen. Das ist gefährlich, denn die Welt ist ja nicht statisch, die Welt dreht sich ja. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich dieses Kugellager, die also für die Weltrotation steht, einfach in Bewegung setze. Oh! Jetzt bleibt jeder in seiner Blase. Auf die Dauer nichts Gutes. Schade. Ja, bei so vielen ernsten Themen, was soll da der Künstler machen? Viele sind versucht, so wie diese drei Gaukler oder drei Zigeuner, dem Weltgeschehen einfach eine lange Nase zu drehen. Oder sich einfach ja, an dem privaten schönen Glück zu erfreuen. Das Vorbild für dieses Kunstwerk, auch ein mechanisches Kunstwerk, findet man in vielen Feinparlamenten, in vielen Ressorts über Armee, Organisation und so fort. Wichtig ist, dass alle dem System entsprechend gleich ausgerichtet sind. Ja? Man sieht es hier. Und dann kann der Mächtige durch geschickte Manipulation die Betroffenen in jede gewünschte politische Richtung manipulieren. Achten Sie aber jetzt bitte auf diesen Herrn hier in der Mitte. Er hält sich nicht an die Regeln, die der Herrscher folgt. Was muss der machen? Ganz einfach, er muss den Daumen draufhalten. Dann zieht er auch gleich mit. Also Daumen drauf. Der Machtapparat. Sie sehen hier zwei Seilschaften, die in einer endlosen Wiederholung befangen sind. Immer wieder ist der eine mehr oben, hat mehr Gewicht, dann ist es der andere wieder. Aber der eine, aber der andere. Ändern tut sich fast nie was. Am besten würden sie aufgeben. Aber sie machen immer weiter. Ein Tanz zu viert. Ein schönes Spiel. Ein Pärchen, er singt ihr etwas vor, sie hört mal zu, mal hört sie weg. Mal hört sie zu, mal hört sie weg. Hier sieht man streitende Eltern, die sich unversöhnlich gegenüberstehen und sich nicht auf ein gemeinsames Wohl für das Kind einigen können. Und natürlich ist es immer so, zur Einigung braucht es zwei, zum Streit braucht es nur einen. Hier ist es jedenfalls so, dass die Eltern außerhalb dieses Kreidekreises, in Analogie zum kaukasischen Kreidekreis, fixiert sind. Das Kind dreht sich in der Mitte, kann sich nicht orientieren. Und muss letztendlich verzweifeln. Als Kinderarzt hatte ich oft mit streitenden Eltern zu tun und einer zerrütteten und zerrütteten Familie. Es war oft schwierig, etwas zu erfahren, auch von den kleinen Kindern, wie sie denn die Situation einschätzen. Und mit Hilfe dieser Figuren, die ich also in der Kinderarztpraxis eingesetzt habe, konnte ich oft von kleinen Kindern, also 4, 5, 6, 7 Jahren, sehr schnell durch die Konstellation, wie sie die Figuren gestellt haben, Klarheit finden. Es macht einen Unterschied, ob die Eltern so sind und das Kind dann so nach draußen
schreit, helft mir doch, die beschäftigen sich nur mit sich und nicht mit mir. Oder ob es sozusagen zwischen den Eltern steht, Papa, Papa, lass bitte die Mama in Ruhe. Oder Papa, die Mama ist sowas von doof. Kinder können sich in dieser Gebärdensprache viel schneller und viel direkter und eindeutiger ausdrücken als mit Worten. Die Beratung war oft sehr hilfreich und es gehört mit zu den schönsten Aufgaben, die man als Kinderarzt erfüllen kann, wenn es gelingt, hier Frieden zu stiften. Die Ratlosen. Wir alle sind irgendwo ratlos und ziehen die Schultern hoch und den Kopf ein und wissen nicht so recht, was wir tun sollen. Hier sind ganz viele von diesen Zeitgenossen versammelt. Sie alle wissen nicht, was sie zu tun haben, was wir überhaupt tun sollen. Eine sehr schöne persönliche Geschichte verbindet mich mit diesen Figuren. Einer meiner Besucher hat mich mal gefragt, was ist denn das? Und da habe ich ihn gefragt, kennst du den nicht? Die Schultern hoch, den Kopf einziehen, was ist los? Dann erzählt er mir auf gut Bayerisch, ja, genau, solche kenne ich. Stell dir vor, ich bin mit dem Radl unterwegs in die Stadt rein, kommt ein Mercedes daher und fährt mit zusammen. Und dann liege ich am Boden und alle stehen drumherum. Der eine sagt, warum müssen der alte Depp überhaupt mit dem Radl in die Stadt fahren? Dann sagt, hat schon jemand die Polizei gerufen. Der dritte sagt, muss man jetzt was machen, muss man den umlagern? Der vierte sagt, ja, was soll denn das überhaupt? Das ist doch überhaupt nichts hier. Der soll doch wieder aufstehen. Das sind die Ratlosen. Hier ein Blick aus der Vogelperspektive auf die Welt des großen Geldes. Sie sehen in Reih und Glied Moneymakers, also die Leute, die man im Schnellflieger in der Früh in München nach Frankfurt erlebt, da zur Börse schnell ein Geschäft machen mit 25% Rendite und dann am Abend wieder zurück. Und gegenüber die Vielzahl von Ratlosen, die auf die Ratschläge dieser Moneymakers achten. Viel Achtung erhalten sie nicht. Also die Lehman Brothers haben die Leute, die sie reich gemacht haben, immer Muppets genannt. Hier ist der Chor der Hörigen, der darauf wartet, was man ihm sagt, was man ihm befiehlt, was der Dirigent ihm zu Befehlen geruht. Sind sie abhängige Menschen? Sie sind so abhängig, dass sie ohne weiteres auf Rädelsführer oder Agitatoren hereinfallen, wie ihn hier. Sie erkennen ihn unschwer wieder mit einer großen Tolle, einem sehr großen Mund, relativ klein im Hirn. Jemand, der sich selber in der amerikanischen Politik als Abrissbirne bezeichnet hat. Und ich zeige Ihnen mal diese Abrissbirne gegenüber dem Chor der Hörigen in Aktion. Ja, schon. I'm the best. Was soll ich jetzt machen? Einfach amerikanische Politik visualisieren. Oh, ja. Steht noch einer?